kleinerer Gruppe zur Vorlesung Grundzüge des Handelsrechts. Wir schauen uns heute zwei Klausurfälle an, die Sie sich hoffentlich vorher heruntergeladen haben und durchgelesen haben und durchgearbeitet haben. Wir haben zunächst den Fall mit dem dramatischen Titel Audiophiler Nachwuchs. Da steht drüber Fall 1. Und damit das nicht zu schwer ist, stehen auch alle wichtigen Paragraphen oben in diesem Kästchen drin, damit jeder auch weiß, worum es geht. So, dieser Fall hat zwei Fragen, das ist überschaubar. Und wir fangen praktischerweise mit der ersten Frage an. Die erste Frage lautet: Hat die DGmbH im November 2006 gegen K einen Anspruch auf Bezahlung von 50 Paar Lautsprecherboxen? Und was könnte denn die Anspruchsgrundlage für einen Anspruch auf Bezahlung von 50 Lautsprechern sein? Ja? Ja, Paragraph 433 2. Was brauchen wir denn dafür, dass wir einen Anspruch aus 433 2 bejahen können? Ja? Ja, wir brauchen einen wirksamen Kaufvertrag. Der setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Die ersten gehen schon, sehen Sie. Einen Antrag nach 145 und eine Annahme nach 147. Es war kein Witz, sind echt gegangen. Und worin könnte denn hier eine solche Einigung liegen? Ja. 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 Ja, es könnte eine Einigung erfolgt sein zwischen K und D. Problem, K selber hat keine Willenserklärung abgegeben, er könnte aber wirksam vertreten worden sein nach 164 Absatz 1 Satz 1 BGB durch die P. Ja. Erklärung des D, wie gesagt, kein Problem. Fraglich ist, hat die P den K wirksam vertreten? Und was brauchen wir für eine wirksame Stellvertretung? Ja. Ja, seien Sie vorsichtig, die Leute gehen hier. Dann müsste auch eingetragen worden sein, dass diese Sache nicht erforderlich war, aber der Fehler hat auch keine Auswirkungen, da die Einzahlung obligatorisch wird. Ja, das brauchen die Eintragung gar nicht zu prüfen. Also in der Tat, die könnte nach 164 Absatz 1 Satz 1 die P könnte nach 164 Absatz 1 Satz 1 den K wirksam vertreten haben. Eigene Willenserklärung, ja, denn P hat hier nicht auf Weisung gehandelt, hat einen eigenen Entscheidungsspielraum, hat also selbst entschieden. In fremden Namen, ja, denn es war erkennbar, dass sie nicht für sich selber kaufen wollte, sondern für ihren Chef, für K. Drittens mit Vertretungsmacht. Vertretungsmacht könnte sich hier ergeben aus einer Prokura. Eine Prokura ist geregelt in § 48 folgende HGB, setzt voraus, dass der K Kaufmann ist. Das ist der Fall, denn laut Sachverhalt ist er im Handelsregister eingetragen. Er ist EK, eingetragener Kaufmann. Steht im Sachverhalt, erster Satz. Zweite Frage ist, wollte er eine Prokura erteilen? Denn die Prokura muss ausdrücklich erteilt worden. Der Sachverhalt sagt, er erklärt, T und P sollen Gesamtprokura für das Bestellwesen haben. Darin könnte man eine ausdrückliche Prokura-Erteilung sehen.
Allerdings müssen wir seine Willenserklärung nach 133 und 157 auslegen. Denn gibt es eine Gesamtprokura für das Bestellwesen? So ist es. Die Prokura ist nach § 49 HGB unbeschränkt und unbeschränkbar. Wenn er also nur Vollmacht für das Bestellwesen erteilen will, ist die Prokura dazu nicht geeignet. Eine Prokura heißt nicht nur bestellen, sondern es heißt auch verkaufen, Darlehen aufnehmen und alles andere. Die Prokura würde also Vertretungsmacht für alles einräumen. Also müssen wir seine Erklärung, er erteilt Gesamtprokura für das Bestellwesen, auslegen und uns fragen, heißt das Prokura oder heißt es vielleicht doch was anderes, hat er also nur ein falsches Wort benutzt und wollte eigentlich was ganz anderes als Prokura sagen. Ja? Also müssen wir nach 133, 157 BGB auslegen. Und was ist sein wahrer Wille nach 133? Was will er? Ja? Er will ja einen Vertreter nur für ein Bereichsgeschäft, sein Willen einkaufen. Mhm. Das würde ja deutlich eher zur Handelsvollmacht passen. Ja. Also, sein Wille ist, die sollen wirklich nur ankaufen dürfen, aber nicht verkaufen dürfen, keine Darlehen aufnehmen dürfen, keine Leute einstellen, die sollen wirklich nur bestellen dürfen. Das ist sein Wille. Der Wille spricht also eindeutig gegen Prokura. Andererseits, was ist seine Erklärung? Er verwendet das Wort Prokura. Und was denkt sich ein objektiver Empfänger, wenn er hört Gesamtprokura für das Bestellwesen? Denkt sich der Empfänger das? Das ist die Testfrage. Ja? Eben. Es ist nämlich einerseits das Wort Prokura gefallen, andererseits aber auch im selben Satz noch nur für das Bestellwesen. Das heißt, der Empfänger muss sich fragen, was meint der wohl? Und genauso wie wir es eben gemacht haben, wird er sagen, naja, der ist ja kein Jurist, was Prokura bedeutet, weiß der vielleicht gar nicht. Für den bedeutet Prokura vielleicht dasselbe wie Vertretungsmacht. Also ist das Maßgebliche für das Bestellwesen. Also hat er, obwohl er das Wort Prokura verwendet hat, eigentlich Handlungsvollmacht gemeint. Also haben wir nach 133 und 57 was festgestellt? Welche Erklärung liegt vor? Ja, es ist die Erteilung einer Handlungsvollmacht, das heißt, wir haben keinen Prokuristen. P ist also, obwohl sie P heißt, nicht Prokuristin, sondern nur Handlungsbevollmächtigte. Hat der Handlungsbevollmächtigte Vollmacht? Ja, auch der Handlungsbevollmächtigte ist ein Vertreter. Das heißt, auch er handelt im Rahmen einer Vollmacht. Das heißt, es macht erstmal keinen Unterschied. Zwei Anmerkungen noch. Sie brauchen, wenn eine Prokura vorliegt, nie die Eintragung zu prüfen, weil die Eintragung ist gerade keine Voraussetzung der Prokura. Die Prokura wird einfach nur durch Erklärung erteilt. Zweitens, in diesem Fall dürfen Sie nicht auf 140 BGB abstellen. Warum nicht auf 140 BGB abstellen? Jetzt fragen Sie sich, 140, haben wir noch nie gesehen, was steht da drin? Dann sollte man vielleicht nachgucken. Ist die Erteilung einer Vollmacht kein Rechtsgeschäft? Ja, die Erteilung der Vollmacht ist ein Rechtsgeschäft. Daran scheitert es nicht. Aber woran scheitert hier die Umdeutung? Warum ist das keine Umdeutung? Ja? Die Voraussetzungen der Prokura liegen nicht vor, ja, im Ergebnis schon, aber das ist nicht das Problem.
Das ist das Problem. Wir haben ja nur ein Rechtsgeschäft, dass wir also eine Lebenserklärung, die wir also anders auslegen. Ja, also die Voraussetzung hier wäre zum Beispiel, wenn jemand gar nicht Kaufmann ist und eine Prokura erteilt. Der Anwalt erteilt seiner Anwaltsgehilfin Prokura, dann ist das unwirksam, weil ein Anwalt kann keine Prokura erteilen. Dann würde man sagen, dass die nichtige Prokuraerteilung wird umgedeutet eine einfache Vollmacht. Aber hier ist die Prokura ja nicht nichtig, sondern ist einfach nur nicht gewollt. Das heißt, wir legen einfach nach 133, 157 aus. Das heißt, 140 hat hier nichts zu suchen. Also nochmal, obwohl er gesagt hat, Gesamtprokura, dürfen wir nach 133 BGB nicht am Wortlaut hängen bleiben, müssen überlegen, was will er wirklich. Und das ist hier eine Handlungsvollmacht. Also lag eine Gesamthandlungsvollmacht für das Bestellwesen vor. Die gibt aber auch Vertretungsmacht. Welches zweite Problem wirft aber diese Gesamthandlungsvollmacht auf? Wie der Name schon sagt, Gesamthandlungsvollmacht. Ja? Dass die nur gemeinschaftlich handeln dürfen. Das heißt, beide müssen handeln. Es reicht, dass einer handelt. Frage, haben die hier gemeinschaftlich gehandelt? Die ist natürlich einverhandelt, aber die andere hat sich nach dem Handelsgeschäft einverhandelt gehabt. Ja, aber das ist dadurch genehmigt. Und das ist die Frage, ob das der Vorteil ist. Und das ist aus praktischen Gründen. Ja, also ist nur ein der beiden aufgetreten. Das heißt, auf den ersten Blick können wir sagen, nein, nicht gesamt gehandelt. Allerdings sagt man, naja, wenn ich zwei Vertreter habe, dann ist es ja blöd, wenn die immer beide so wie siamesische Zwillinge aneinander gekettet rumlaufen müssen. Das heißt, es muss praktisch auch möglich sein, dass der eine den anderen ermächtigt und sagt, du darfst für uns beide handeln. Denn dann hat er vorher zugestimmt und die vorherige Zustimmung muss möglich sein. Und das wird hergeleitet aus einer Analogie zu 125 Absatz 2 Satz 2 HGB. Analogie. Warum Analogie? Weil 125 Absatz 2 Satz 2 HGB gilt für die offene Handelsgesellschaft, aber es findet Anwendung überall in der Stellvertretung, also auch im BGBAT. Frage: Hat die T der P erlaubt, auf der Messe Geschäfte abzuschließen, egal welche, mit ihrem Einverständnis? Also hat die vorab eingewilligt in alle Geschäfte, die die P auf der Messe tätigen konnte? Noch jemand weniger? Ja? Es wird ja eben gesagt, schau ich mal um, das ist ja keine Bevollmächtigung, alles zu hören. Ja, in der Tat, die Aussage, sich umzuschauen, reicht wohl nicht, um darin eine umfassende Erteilung von Vertretungsmacht zu sehen. Also, das nicht. Und dann kommen wir zu dem, was der Kollege gesagt hat. Möglicherweise liegt aber eine nachträgliche Genehmigung vor, denn wir wissen nach 177 BGB, wenn jemand einen Vertrag abschließt als Vertreter ohne Vertretungsmacht, kann der Vertretene genehmigen. Wer ist der Vertretene in diesem Fall? In dem Fall vertritt ja jemand ohne Vertretungsmacht den anderen Vertreter und damit ist der andere Vertreter die T und der Berechtigte, dass der das genehmigen kann. Ist das so? Handelt sie im Namen der T? Sie handelt ja nicht im Namen der T, aber sie handelt ja praktisch auch für die T. Ja, aber würde das für Stellvertretung reichen? Nein, so als Test? Es fehlt nämlich an der Voraussetzung, handelt im Namen der T. Also wenn sie die T auch vertreten, also nicht nur K vertritt, sondern auch T, müssen sie auch den Namen der T irgendwie erkennbar machen. Das tut sie aber nicht. Damit hätten wir da kein Handeln in fremden Namen. Das heißt, eine Vertretung der T ist schon ein bisschen schwierig zu begründen. Aber muss denn... Ja, der K ist ja der Vertretende.
Ja. Und ja. Die beiden zusammen können ja durch eine Witzerklärung des Ks simulieren. Ja. Damit haben wir eine Witzerklärung des P, der E, ich möchte das so machen, und die T stimmt dem zu. Und damit haben wir eine Genehmigung vom K durch die beiden Peter. So ist es richtig. In der Tat, eigentlich müsste K persönlich zustimmen. Aber K hat ja gesagt, ich lasse mich vertreten durch P und T zusammen, durch zwei Leute. Dass P zustimmt, ist ziemlich offensichtlich, weil P hat vor dem Vertrag schon geschlossen. Das wäre ja widersprüchliches Verhalten, wenn ich sage, jetzt doch nicht. Also muss nur T zustimmen. In dem Moment, wo T zustimmt, wurde K wirksam bei der Zustimmung vertreten durch P und T und damit ist K wirksam verpflichtet worden. Soweit klar? Ist damit der Anspruch auf Zahlung von 50 Lautsprecherboxen wirksam entstanden? Wenn wir jetzt sagen, das Geschäft ist wirksam genehmigt worden durch P und T als Vertreter des K. Ja, in der Tat, das Problem ist, dass der D, beziehungsweise die D GmbH, dachte, es seien 50 Lautsprecherboxen gemeint. Diese Willenserklärung, die Zustimmung des K, bezog sich aber nur auf 30 Lautsprecherboxen. Das heißt, wenn einer denkt 50, der andere 30, ist kein Vertrag zustande gekommen. Ist unser Fall damit schon zu Ende? Ja, Dissens über essentielle Negotii, Pech gehabt. Grundsätzlich kein wirksamer Vertrag bei Dissens. Ja? Ja, möglicherweise ist aber der Vertrag, der nicht wirksam geschlossen worden ist, als wirksam zu behandeln aufgrund des kaufmännischen Bestätigungsschreibens. Dazu müssen wir uns fragen, ist dieses berühmte Fax ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben und uns fragen, was sind denn die Voraussetzungen eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens? Ah, sehen Sie, alles kommt hier nochmal dran, das ist toll, ne? Alles, was wir jemals irgendwann gemacht haben. Was waren denn nochmal die Voraussetzungen? So viel habe ich jetzt hier auch nicht gemacht. Und die paar Sachen, wo ich Ihnen gesagt habe, dass die wichtig sind. Der Empfänger muss Kaufmann sein. Wer ist hier der Empfänger des kaufmännischen Bestätigungsschreibens? K wird vertreten durch P und T. Ja, Empfänger ist der K. Wichtig, Empfänger ist nicht die P und auch nicht die T. Weil Empfänger ist der Vertretene, nicht der Vertreter. Ist K Kaufmann? Ja, haben wir schon gesagt. Dann muss als nächstes auch der Absender Kaufmann sein. Wer ist der Absender des Bestätigungsschreibens? Die DGmbH vertreten durch ihren Geschäftsführer. Ist die DGmbH ein Kaufmann? Ja? GmbHs sind immer Kaufleute, § 6 Absatz 1 HGB in Verbindung mit § 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Gut, das haben wir jetzt erledigt. Zwei Kaufleute. Check. Was brauchen wir noch? Ja? Ja, es müssen vorher Vertragsverhandlungen erfolgt sein. Frage, haben wir solche Vertragsverhandlungen gehabt? Ja, steht im Sachverhalt drin, zwischen P und dem D auf der Messe. Was brauchen wir noch? Also wir haben Absender und Empfänger, wir haben Verhandlungen. Brauchen wir noch was? Ja? Schutz vor
Ja, Schutzwürdigkeit des Absenders. Ja? Das Fax muss auch unmittelbar danach geschickt und dann zugestanden. Ja, das Fax muss unmittelbar im Zusammenhang mit den Verhandlungen abgeschickt und zugegangen sein. Frage: Wann ist denn das Fax zugegangen? Wann geht ein Fax zu? Wenn Sie jetzt mal genau im Sachverhalt gucken, wer hat das Fax gelesen? Ist es aufs Faxgerät des K aufgelaufen? Also, dass wir mit Machtbereich diskutieren können? Wo ist es angefaxt worden? Ja, das ist ja das Hotel der beiden Gegner gefaxt worden. Ja. Und dann der Tee übergeben worden. Ja, es ist in das Hotel gefaxt worden, das heißt, der Eingang auf dem Faxgerät würde nicht reichen, aber es ist der Tee übergeben worden von dem Hotelmann. Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist: Reicht es, wenn die T das bekommt, oder müssen es T und P bekommen? Wir haben eben gesehen, es reicht nicht, dass die eine allein, es müssen immer beide zusammen handeln. Und die Antwort steht schon auf der Folie. Das ist der Trick hier, sehen Sie, das ist total gut ausgeklügelt. Man wendet hier 125 Absatz 2 Satz 3 HGB analog an. Und da steht drin, wenn man mehr als einen Vertreter hat, dann reicht es, wenn es einem der Vertreter zugeht. Beim Erklären müssen immer alle zusammen sein. Beim Zugang reicht es, wenn es einer bekommt von mehreren. Können Sie das merken? Also bei mehreren Vertretern müssen die zusammen erklären. Es reicht aber, wenn es einer bekommt. Ja, damit haben wir auch den Zugang. Das Fax auch ein Bestätigungsschreiben, insoweit, als es eben nur die Verhandlungen wiedergibt, so wie der K, wie der D sie wahrgenommen hat. Insoweit ist es nicht irgendwie was Neues oder einfach nur eine Auftragsbestätigung, die Annahme eines Angebots, sondern es ist die Wiedergabe der abgeschlossenen Verhandlungen aus Sicht des Erklärenden. Wie gesagt, keine Arglist haben wir hier auch, weil der dachte, er gibt das wieder, was er sich vorgestellt hat. Kommen wir zur letzten Voraussetzung. Was brauchen wir noch? Ja, es darf nicht unverzüglich ein Widerspruch durch K oder seine Vertreter erfolgt sein. Haben wir hier irgendeinen Widerspruch? Wurde gesagt, wir widersprechen diesem Bestätigungsschreiben. In der Tat, die hat es noch nicht mal gelesen, also hat sie auch keinen Widerspruch erklärt. Damit kein Widerspruch. Damit ist die Rechtsfolge so ist es. Der Vertrag ist mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens zustande gekommen. Aber der Vertrag könnte wieder unwirksam geworden sein, wodurch? Ja, durch eine Anfechtung nach 142 Absatz 1. Wir machen alles aus dem BGB AT nochmal. Stellvertretung haben wir gehabt. Jetzt kommt nochmal Anfechtung, Angebot und Annahme, Zugang. Das ist wie erstes Semester. Sie fühlen sich ganz an Ihre Jugend erinnert. Ja, Anfechtung. Was brauchen wir denn für eine Anfechtung? Ja? Ja. Ja, wir brauchen eine Anfechtungserklärung, einen Anfechtungsgrund, die Einhaltung der Anfechtungsfrist, den richtigen Anfechtungsgegner. Haben wir eine Anfechtungserklärung? Ja. Worin liegt die? Darin, dass er sagt, notfalls fechte ich mein Schweigen an und sage mich vom Vertrag los. Gut. Anfechtungserklärung plus.
dann brauchen wir einen Anfechtungsgrund. Welcher Anfechtungsgrund kommt hier in Betracht? Ja? Ja, wegen Irrtums. Was denn für ein Irrtum? Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum, Eigenschaftsirrtum. 119, 1, 1, 1, also 1 erste Variante, 1 zweite Variante oder 119, 2. Was hätten Sie denn gern? Worüber irrt die sich? Also in der Tat, er weiß, dass sein Schweigen irgendwie recht relevant sein kann, aber er denkt sich, das Schweigen ist einfach die Zustimmung zu 50, beziehungsweise seine Vertreter denken das und deren Kenntnis nach 166 zuzurechnen. Also kommt in Betracht möglicherweise ein Inhaltsirrtum. Er denkt also, sein Schweigen hat einen anderen Inhalt als das, was es aus Sicht eines objektiven Dritten hat. Frage, ist das hier ein Inhaltsirrtum? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Ohne diese komische Debatte zu führen, ob Schweigen anfechtbar ist oder nicht. Wenn ich etwas unterzeichne, ohne es zu lesen, oder mich absichtlich in Unwissenheit liege, dann kann ich mich nicht auf einen Inhaltsirrtum berufen. Ja, also das Argument ist, ich bin es ja selber schuld. Wer hier verschuldet sich über den Irrtum, oder wer verschuldet einen Irrtum versetzt, kann nicht anfechten. Ist das wirklich so? Wenn Sie einfach strohblöd sind, können Sie ja nicht anfechten? Doch. Außer wenn Sie vorsätzlich sozusagen das machen, alleine grobe Fahrlässigkeit schließt die Anfechtung nicht aus. Also Sie können auch anfechten, wenn Sie dumm sind. Auch dumme Menschen können anfechten. Also das Argument ist ein bisschen schwach, dass man sagt, ja, selber schuld. Was meinen Sie? Sinn und Zweck des Bestätigungsschreibens liegt ja in der Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Und da man ja sagt, dass das Bestätigungsschreiben auf einem Handelsbrauch basiert, ist ja sowieso schon fraglich, ob man es überhaupt anfechten soll, weil die Anfechtung sich ja allenfalls auf eine Willenserklärung beziehen kann. Und wenn man dann quasi schon eine solche Rechtsfortbildung betreibt, dann könnte man das nur machen, wenn nicht zumindest grob sorgfaltswidriges Verhalten vorliegt. In jedem Fall ist es ja wohl eine Pflichtverletzung, dass die T das Schreiben ohne eigentliche Kenntnisnahme ad acta legt. Also zusammengefasst, das Argument lautet, naja, also erstmal haben wir schon Bedenken, ob überhaupt eine Willenserklärung im Schweigen liegt. Denn möglicherweise ist es ja hier auch einfach nur ein Rechtsschein sui generis, den kann man eh nicht anfechten. Genauso wenig, wie Sie eine Anscheinsvollmacht anfechten können, können Sie hier möglicherweise diesen Rechtsschein anfechten. Das zweite Argument lautet, naja, also wir haben dieses Bestätigungsschreiben ja aus 346 HGB rausgezogen, eben um den Verkehr zu schützen. Und dieser Verkehrsschutz kann jetzt nicht wieder unterlaufen werden, indem ich sage, ich kann wegen jedem kleinen Kram anfechten. Weil dann würde ich ja letztendlich das Ganze doch wieder so machen, wie es im BGB ist, würde ich sagen, Schweigen hat keine Bedeutung. Damit das funktioniert, muss das Schweigen auch wirklich verbindlich sein und nicht einfach mal so durch eine Anfechtung zu beseitigen sein. Ja, was würden Sie denn sagen, wenn die das gelesen hat und dann einfach die Zahl falsch gesehen hat? Weil das halt ein bisschen unscharf ist bei dem Fax, schlechte Qualität, dann denkt sie, ja, ja, da steht irgendwie eine unlesbare Zahl. Das wird wohl 20 heißen. Es könnte aber auch 50 heißen. Und es heißt, hieß leider im Original 50. Also einfach nur schlecht abgebildet. Schlechte Qualität der Grafik. Würde man dann anfechten können? Was bei Fax passieren kann, wie gesagt, der eine schickt das von seinem Hotelzimmer irgendwie hingekritzelt. Und dann wird das irgendwie mit der schlechten Auflösung rübergefaxt, dann kommt da irgendwie sowas Unscharfes an. Gefaxt von der Klopapierrolle. So müsste ich das vorstellen.
Kann man dann anfechten, wenn man dachte, ja, da wird schon da stehen, aber steht was anderes. Also, die Kollegin sagt, man muss Widerspruch erheben, Anfechtung ist halt das falsche Mittel. Wenn man nicht Widerspruch erhebt, im Zweifelsfall, dann muss man damit leben, dass es halt zu einem Nachteil ausgelegt werden kann, des Empfängers. Sehen Sie das alle so? Also, wer nicht Widerspruch erhebt, muss damit leben, dass Unklarheiten zu seinem Nachteil ausgelegt werden. So. Also Irrtum ist immer noch ein Irrtum. Was meinen Sie? Könnte man nicht über 120 fehlerhafte Übermittlung, das würde aber nur den Übermittelnden zur Anfechtung berechtigen. Und wenn es halt schlecht lesbar ist, ist die Frage, ob er sozusagen der Nachteilstragende ist. Denn im Zweifel wird dann das genommen, was er erklären wollte, und der Empfänger muss nachfragen. Also insofern müsste der Empfänger anfechten, der kann sich aber nicht auf fehlerhafte Übermittlung berufen. Fehlerhafte Übermittlung gilt immer nur für denjenigen, der das abgeschickt hat. Ja, das Ganze ist umstritten. Man sagt, wenn der Irrtum einem Erklärungsirrtum gleichkommt, das heißt, das Verschreiben beim Papier wird gleich behandelt wie das Verlesen auf dem Bestätigungsschreiben, ja, dann kann ich grundsätzlich anfechten. Wenn ich also nachweisen kann, ich habe es gelesen, habe es aber falsch gelesen, dann soll ich grundsätzlich anfechten können. Für alle anderen Fälle wird gesagt, wenn ich nur eine Fehlvorstellung hatte, aber nicht nachweisen kann, dass ich es falsch wahrgenommen habe, einfach nur, dass ich falsch gedacht habe, es falsch verstanden habe oder ähnliches, da habe ich Pech gehabt. Eine zweite Ansicht differenziert danach, wie intensiv ist mein Verschulden in der Tat. Die sagt, wenn ich es ohne Verschulden falsch verstanden habe, kann ich immer anfechten. Wenn ich dagegen fahrlässig oder zumindest grob fahrlässig gehandelt habe, dann kann ich nicht mehr anfechten. Und die dritte Ansicht sagt, ich kann nie anfechten. Die dritte Ansicht ist wahrscheinlich mit der Privatautonomie nicht zu vereinbaren. Man kann keinem einen Vertrag aufzwingen, nur weil er geschwiegen hat. Also irgendwo muss noch ein Raum bleiben, den wahren Willen zu berücksichtigen. Aber die beiden anderen Ansichten können Sie durchaus vertreten. Wenden wir das jetzt auf diesen Fall an, zu welchem Ergebnis kommen wir dann? Pech gehabt oder nicht Pech gehabt? Verlesen oder falsch verstanden? Ja, nach der wäre es ja auch, nach der ging es wohl auch nicht, die Anfechtung. Also würde ich in dem Fall mich für die zweite Variante entscheiden. Die zweite Variante sozusagen ist geht durch. Ja, aber dann müssen Sie auch 166 Absatz 1 berücksichtigen. Dann kommt es nämlich nicht nur auf sein Vertreten müssen an, sondern auf das Vertreten müssen seiner Vertreter. Das heißt, wir müssen auch gucken, ob die T sozusagen das hätte lesen können müssen sollen. Ja, vor dem Hintergrund habe ich das nicht gedacht, würde ich mich wohl entscheiden. Also das Bemerkenswerte an dem Fall ist, egal welche Ansicht Sie folgen, Sie kommen immer zum Ergebnis, hier scheitert die Anfechtung. Ja? Also nach der ersten Ansicht können Sie nie anfechten. Da brauchen Sie gar keinen Streit ausmachen, ganz klar, egal. Nach der zweiten Ansicht müssen Sie sich fragen, hat die sich verlesen oder hat die einfach nur sich falsche Gedanken gemacht? Hier hat sie sich falsche Gedanken gemacht, also auch da nach der Ansicht Minus. Nach der dritten Ansicht müssen Sie sich fragen, wie blöd war die eigentlich? Und zwar in dem Fall nicht, wie blöd war K,
sondern er muss sich nach 166.1 alles zurechnen lassen, was seine Vertreter machen. Und also müssen wir uns fragen, wie blöd war die T? Und dann müssen wir sagen, im kaufmännischen Verkehr können wir zumindest erwarten, dass die vernünftig liest. Das hat sie nicht getan. Damit hat sie den Verkehr erforderliche Sorgfalt sogar grob außer Acht gelassen, hat das getan, was jedem offensichtlich war. Und damit kann sie auch deshalb nicht anfechten. Also egal, welche Ansicht sie folgen, keine Anfechtung. Kommen wir zu Punkt Groß B. Der Anspruch könnte untergegangen sein. Wodurch gehen Ansprüche unter? Das haben Sie letztes Semester gemacht, falls Sie es übersehen haben sollten. Im Schuldrecht. Ja? Ja, also Sie brauchen hier kein Wort zu verlieren über Erfüllung. Es ist klar, dass der K nicht gezahlt hat. Sie müssen auch kein Wort verlieren hier über Aufrechnung. Aber er sagt sich vom Vertrag los wegen verspäteter Lieferung. Und hierin könnte eine Rücktrittserklärung liegen im Sinne von 348 BGB. Der Rücktritt hat zur Folge, dass die erbrachten Leistungen zurückzugewähren sind, 346.1. Und er hat auch zur Folge, dass bestehende Pflichten einfach erlöschen. Frage, die wir uns stellen müssen, ist nur, gibt es denn hier einen Rücktrittsgrund? Das ist ganz toll in diesem Fall. Es kommt alles dran. Ein Fall, wo alles, was Sie jemals gemacht haben im Studium, drankommt. Ja? Ihnen könnte ein gesetzliches Rücktrittsrecht nach § 376 AGB zustehen, wenn es sich um einen Kriegshandelskauf handelt. Das würde Ihnen nämlich von der Obliegenheit der Gleiches gilt ja natürlich, weil zumindest von der Würde gleich nach 323 Absatz 292 AGB. Ja, in der Tat, es könnte hier ein Rücktrittsrecht nach 376.1 HGB vorliegen, der vorrangig ist vor 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Das setzt voraus, dass hier ein Fixgeschäft vorliegt. Liegt hier ein relatives Fixgeschäft vor? Was setzt ein relatives Fixgeschäft voraus? Ja? Ist das so? Das höchste ist eigentlich im Westen, ist auch klar, was gleich ist, aber. Würden Sie sich irritiert fühlen, wenn, Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, die Klausur ist in der 3. Februarwoche? Ja, also ich würde mich schon mit irritiert fühlen, weil ich würde dann halt nicht die ganze 3. Februarwoche irgendwo in einem Büro sitzen wollen und bereit sein, die Klausur zu schreiben. Aber was würden Sie denn sagen, wenn die Klausur dann in der 4. Februarwoche stattfindet? Wenn ich sage, die findet in der 3. statt und ich sage dann, ha, Montag in der Woche drauf, dann würden Sie sich total enttäuscht fühlen und sagen, in der Woche bin ich gerade in Urlaub, zum Beispiel. Das heißt, ein Fixgeschäft muss nicht minutengenau sein, auch nicht sekundengenau, noch nicht mal tagesgenau, sondern Sie können in der Tat sagen, es muss spätestens am so-so-vielten sein. Und hier könnte man sagen, es muss spätestens am Sonntag um 23.59 Uhr in der 3. Oktoberwoche da sein. Also das würde reichen, aber wir haben zwar einen Termin, reicht jeder Termin für ein Fixgeschäft? Immer wenn Sie eine Zeit sagen, ist es dann ein Fixgeschäft. Oder brauchen Sie vielleicht noch was zusätzlich? Ja? Ja, reicht, wenn Sie ein Interesse haben, sagen, nicht liefert, dann bin ich aber ganz traurig. Nee, also das muss ja schon einen triftigen Grund, also das
man nicht mehr an der Leistung interessiert wäre, wenn es, also absolut wäre ja, dass man überhaupt nicht mehr interessiert wäre, wenn es an dem Tag nicht erbracht wird, und relativ, dass man halt schon daran interessiert ist, aber also danach, aber man möchte halt an dem jeweiligen Tag zum Beispiel die Leistung erhalten. Ja, in der Tat, absolut und relativ, hier im konkreten Fall ist es so, es müsste offensichtlich gemacht worden sein. Es muss aus Sicht des D erkennbar gewesen sein, dass es genau auf diesen Termin ankommt. War das hier der Fall? War das aus Sicht des D ganz offensichtlich, dass es der Tag oder die Woche sein durfte und danach sozusagen gar kein Interesse mehr besteht oder ein nachweisbar niedrigeres Interesse? Und maßgeblich ist nicht der geheime Wille von K, sondern maßgeblich die Erkennbarkeit für D. Ja, das Datum kommt ja gemeint, das ist sowieso nur in dem Stellungsschreiben vor. Ja. Und darauf erfolgt ja keine Antwort oder sonst irgendwas. Und ist dem ja eigentlich gar nicht klar, wie wichtig dieser Termin jetzt für die andere Seite ist. Ja, in der Tat, es wird nicht offengelegt, dass dieser Termin wichtig ist. Wenn das nicht offengelegt wird, Pech gehabt. Ja? Gut. Also aus Sicht des Empfängers war nicht die Dringlichkeit des Termins erkennbar, daher Fixgeschäft minus. Ist der Fall damit zu Ende? Nein, denn was ist unser letzter Punkt im Prüfungsschema? Nachdem wir es geprüft haben, Anspruch entstanden, haben festgestellt, ja. Anspruch nicht Untergang haben wir auch ja gesagt. Ja? Der Anspruch kann schon durchsetzbar sein, obwohl der andere das nicht erkennbar. Hervorragend! Der Anspruch könnte nicht durchsetzbar sein, wegen der Einrede des nicht erfüllten Vertrages nach 320 Absatz 1 BGB. Ja? Das Bedungen soll bedeuten, ja, das soll bedeuten, dass es ihm gerade darauf ankommt, dass er mit dem Termin kommt. Es reicht nicht sozusagen, dass er mit dem Termin vereinbart ist. Die reine Terminbestimmung ist erstmal nur eine Fälligkeitsvereinbarung, die reicht nicht. Es muss ein Mehr sein gegenüber der Fälligkeitsvereinbarung im Sinne von 271 BGB. Also Fälligkeit plus irgendwie deutlich machen, dass der Termin wichtig ist. Denn sonst wäre jeder Verzug ja automatisch auch schon ein Untergang der Leistungspflicht. Ich könnte, wenn ich im Verzug wäre, nach 286 Absatz 2 Nummer 1 BGB, nie irgendeinen Verzugsschaden geltend machen, weil die Leistungspflicht ja untergegangen wäre nach 376 Absatz 1 Satz 2. Und das kann ja nicht sein. Ja, aber zur Durchsetzbarkeit 320 Absatz 1 BGB. Artikel 20 Absatz 1 BGB setzt voraus, wann darf ich die Leistung verweigern? Ja? Er müsste einen Anspruch haben. Ja? Da könnt ihr gerne machen, aus Gesichtsart von 1 bis 39. Mhm. Das müssen Sachmachen vorliegen. Mhm. Die Lieferung ist ein Sachmachen in Artikel 34, 3, Artikel 2. Mhm. Aber den Mangel könnte er genehmigt haben. Das müssen wir einfach vorlegen. Die Sachen, wo du noch abgelegt hast, die du gewonnen hast, erst ist unterlassen, zu rügen. Das ist der erst zwei Wochen nach der ersten Fertigung. Ja, in der Tat, grundsätzlich gibt es einen Anspruch auf Nachlieferung aus 437
Nummer 1 in Verbindung mit 439 Absatz 1. Denn hier liegt ein Kaufvertrag vor und es wurde eine geringere Menge geliefert als im Vertrag vereinbart. Das ist nach 434 Absatz 3 ein Sachmangel. Der kann durch Nachlieferung behoben werden, also grundsätzlich Nachlieferung. Allerdings könnte dieser Gewährleistungsanspruch untergegangen sein nach 377 Absatz 1 Absatz 2 HGB. Das setzt voraus, dass ein beiderseitiger Handelskauf vorliegt, das heißt sowohl der Käufer als auch der Verkäufer müssen Kaufleute sein. Das haben wir eben schon geprüft. Die GmbH ist Kaufmann nach 6 Absatz 1 und der K ist Kaufmann nach § 2 Absatz 1 oder zumindest nach § 5 HGB. Dann brauchen wir als nächstes einen Handelskauf, einen Kaufvertrag über Waren. Auch das haben wir. Hier geht es um Lautsprecher. Lautsprecher sind bewegliche Sachen, also Waren im Sinne des HGB. Dann brauchen wir die Ablieferung dieser Ware. Hier wurden die Lautsprecher ihm gegeben. Damit lag eine Ablieferung vor. Dann muss eine unverzügliche Prüfung erfolgt sein. Antwort ist nicht, die haben nicht unverzüglich geprüft. Zudem müsste nach 377 Absatz 2 unverzüglich gerügt worden sein. Hier war der Mangel, dass 20 weniger ist als 50, offensichtlich. Das heißt, es hätte sofort gerügt werden können. Er hat 2 Wochen gebraucht. Damit liegt kein nicht schuldhaftes Zögern vor, sondern ein schuldhaftes Zögern, ein Zögern, für das er verantwortlich ist. Also hat er zu spät gerügt, also gilt die Lieferung der geringeren Menge als genehmigt. Zurückweisungsrecht nach 273 kommt auch nicht in Betracht, weil es geht ja gerade um den Gegenleistungsanspruch. Damit muss er für 50 Lautsprecher bezahlen, obwohl er nur 30 bekommen hat. Das ist unser Ergebnis bei Frage 1. Ja? Er muss 50 Lautsprecher bezahlen, hat aber nur 30 bekommen. Ja? Ja, da kommen wir jetzt zu. Wie sieht das aus mit diesen Membranen? Gucken wir uns Frage 1 an. Bei Frage 1 können Sie das selber nicht sagen, weil da nämlich steht noch im November 2006, da war das mit den Membranen noch gar nicht bekannt. Das war erst danach bekannt, das heißt, zu dem Zeitpunkt konnte er sich gar nicht darauf berufen. Gucken wir uns mit den Membranen an. K will von der DGmbH Aufwendungsersatz. Was könnte dafür die Anspruchsgrundlage sein? Ha, jetzt sind Sie aber überrascht. Das haben wir nämlich letztes Semester nicht gemacht. Das haben wir aber dieses Semester gemacht. Ja? Der Unternehmerregress nach 478, 479 BGB. Ja, was ist die Anspruchsgrundlage davon? Die sagen ja auch nicht irgendwie Paragraph 433 folgende BGB. Absatz 2, der auf die Ersatzfähigkeit der Aufwendungsansprüche verweist, die im Zuge eines Nachbefüllungsanspruchs gegenüber dem Verbraucher. Ja, in der Tat, es könnte sich ein Anspruch ergeben aus 478 Absatz 2 BGB. Gucken wir da mal rein. Der Unternehmer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von seinem Lieferanten Ersatz der Aufwendung verlangen, die der Unternehmer im Verhältnis zum Verbraucher zu tragen hatte. Was brauchen wir also für diesen Anspruch? Ja? Ja. Wir brauchen zunächst mal einen Verbrauchsgüterkauf im Sinne von 474 Absatz 1. Das heißt, wir müssen gucken, haben wir hier einen Verbrauchsgüterkauf?
Ist der K. Unternehmer? Ja, 14 Absatz 1. Ja, er handelt im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit, damit handelt er als Unternehmer. Er verkauft es nicht in seiner Freizeit, sondern er handelt hier gerade in seinem Handelsgewerbe. Zweitens brauchen wir einen Verbraucher. Die V müsste Verbraucherin sein. Wer ist Verbraucher? Ja. Und sie hat es ja in ihrem Wohnzimmer stehen und ja. In der Tat, nach § 13 BGB sind Verbraucher gerade diejenigen, die es überwiegend nicht für ihre beruflichen Zwecke brauchen. Hier geht es um Lautsprecherboxen. Die Frau hat die in ihrer Wohnung stehen. Dass die da eine Disco betreibt oder sowas, ist nicht ersichtlich. Also nutzt sie es nur für private Tätigkeiten. Also ist sie Verbraucherin. Dass die Lautsprecher bewegliche Sachen sind, hatten wir eben schon. Die müssten außerdem neu hergestellt sein, nach 478.2. Ja, sind sie auch. Selbst wenn ich nicht vom Hersteller kaufe, neu hergestellt bedeutet, dass sie nicht jemand schon benutzt hat und die sind noch original verpackt, das heißt, die sind noch neu hergestellt. Also auch diese Voraussetzung erfüllt. Dann brauchen wir was? Nachdem wir festgestellt haben, es liegt ein Verbrauchsgüterkauf vor, über eine neu hergestellte Sache. Ja? Wir brauchen Aufwendungen für die Nacherfüllung. Das heißt, wir müssen erstmal feststellen, musste im konkreten Fall der K gegenüber V nacherfüllen. Wann muss der K gegenüber V nacherfüllen? Wenn ein Sachmangel vorliegt. K muss gegenüber V nacherfüllen, soweit ein Sachmangel vorliegt. Ein Sachmangel liegt nach 434 Absatz 1 Satz 1 BGB vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Wissen wir dazu was? Ja, in der Tat, wir haben keine Angaben zur Beschaffenheitsvereinbarung. Dann gucken wir in 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, vereinbarte Verwendung. Wurde vereinbart, wofür die Lautsprecher benutzt werden sollen? Auch nicht ausdrücklich, auch nicht konkret, ist eigentlich gar nicht darüber geredet wahrscheinlich. Also sind wir bei 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, der sagt, es kommt an auf die übliche Verwendung und die gewöhnliche Beschaffenheit. Was ist die übliche Verwendung von Lautsprecherboxen? Ja, also die übliche Verwendung ist das Anhören von Musik. Dafür sind sie nicht geeignet, was schon reichen würde. Zudem müssten sie aber auch die gewöhnliche Beschaffenheit aufweisen. Gewöhnliche Beschaffenheit ist, dass Lautsprecher keine komischen Geräusche machen. Auch diese wiesen sich auf. Das heißt, in jedem Fall, egal wie sie argumentieren, die Sache war mangelhaft. Dann besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung nach 437 Nummer 1, 439. Gut. Das reicht aber auch noch nicht. Wir brauchen als letzte Voraussetzung noch erforderliche Aufwendungen. Was hat er hier getan? Also fangen wir an mit dem vergeblichen Austausch der Membran, der Boxen. Also er tauscht die zuerst tauscht er Austausch der Boxen 30 Euro. Frage?
ist dieser Austausch der Boxen für 30 Euro eine erforderliche Aufwendung, obwohl die anderen Boxen, die Ersatzboxen, genauso kaputt waren wie die Originalboxen. Ja, das konnte man ja in dem Moment noch nicht wissen, dass ja der Fehler erst später bei längeren Hören herausstellt. Und es war auf jeden Fall die erste Möglichkeit, die man hätte, die sich auch hätte geboten hätte. Dass man jetzt da nicht sagt, ich habe hier 50 kaputte Boxen, sondern ja, wahrscheinlich nur eine kaputte Box. Ja, in der Tat, das Prognoserisiko liegt nicht beim Endverkäufer, sondern beim Lieferanten. Das heißt, der muss davon ausgehen können, dass die anderen Boxen okay sind. Also grundsätzlich okay. Zudem will das Gesetz ja den Verbraucher schützen und der soll ein Wahlrecht haben. Wenn der also sagt, ich will Austausch, kann nicht der Verkäufer sagen, ich will aber lieber reparieren. Er ist gebunden an das Wahlrecht des Käufers und deshalb ist das hier ein Fall, wo die Aufwendungen erforderlich sind. Jetzt hat er aber nicht nur die Boxen ausgetauscht, sondern er hat sie auch danach repariert, nachdem das Austauschen nichts gebracht hat. Gibt es dafür Geld? Erst austauschen, dann zusätzlich noch reparieren? Naja, weil ja auch das Austauschen halt nichts gebracht hat, der zweimal zur Nachlieferung und Nachbesserung verpflichtet ist. Und dann ist das ja, es macht ja keinen Sinn, nochmal auszutauschen. Und das wäre eine andere Möglichkeit gewesen, um diese Pflicht zu erfüllen. Und damit musste er einfach nicht reparieren. Ja, in der Tat, hier im konkreten Fall musste er reagieren. Er wusste genau, das Austauschen bringt nichts mehr. Damit war er garantiert verpflichtet zu reparieren und es kann nicht sein, dass er dann auf den Kosten sitzen bleibt. Also auch hier keine Pflicht, die Ware an den Lieferanten weiterzuleiten. Er kann selber reparieren und ist damit raus. Ja, dann muss natürlich noch für 478.2 die Sache bereits mangelhaft gewesen sein, als der Verkäufer sie bekommen hat. War das hier der Fall? Also als hier K die Ware bekommen hat, waren die Boxen da bereits defekt? Ja? Ja, auf Absatz 2 liegt auch hier die Beweislastung hier, ja, zwischen den beiden. Und es ist jedenfalls anzunehmen, dass es so war. Ja, in der Tat kann er sich hier auf die Beweislastumkehr des 476 berufen, auf die 478.3 verweist. Und insoweit kann er hier davon ausgehen, dass die Ware schon damals mangelhaft war. Ist unsere Frage damit komplett beantwortet? Ja, es könnte wieder ein Problem mit der Rügeobliegenheit vorliegen. Es könnte wieder ein Problem mit der Rügeobliegenheit vorliegen. Das heißt, der Anspruch aus 478.2 könnte ausgeschlossen sein nach 377 Absatz 2 HGB. Und was brauchen wir dafür? Der müsste erkennbar gewesen sein. Hier war er erst, hat sich der erst gezeigt nach längerem Hören. War in dem Moment nicht, also jedenfalls nicht direkt nach der Lieferung erkennbar, sondern halt erst praktisch, als es das erste Mal bei einem Kunden aufgetreten ist. Ja. Und ich meine, da steht nichts im Sachverhalt zu, dass er dann gerügt hätte. Und damit hat er seine Rügeobliegenheit nicht erfüllt. Ja. Also 377 Absatz 2 würde Voraussetzung einen beiderseitigen Handelskauf haben wir, einen Sachmangel haben wir, Ablieferung haben wir, aber auch einen Mangel, der bei der normalen Prüfung erkennbar wäre. Das war hier aber gerade nicht der Fall. Das heißt 377 Absatz 2 minus. Allerdings hat 377, wenn Sie gucken, noch weitere Absätze, unter anderem einen Absatz 3, der sagt, zeigt sich ein Mangel später, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. Frage, wann lag hier die Entdeckung des Mangels vor? Wann wurde der Mangel entdeckt? Das war am Anfang des November. Und ja. Kurz nach. Und die Anzeige war am 2. Dezember. Das heißt, über eine Woche danach. Und das ist zu spät gewesen. Ja, in der Tat,
Am 20. November wurde das Ganze entdeckt und bei ihm gemeldet. Am 2. Dezember hat er es weitergegeben. Das ist deutlich mehr als eine Woche. Das sind ungefähr anderthalb Wochen, fast sogar zwei. Frage, ist das noch okay? Antwort, kann man so oder so sehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es zu spät ist. Die Lösungskizze zu dieser Klausur sagt, nein, zwei Wochen ist noch okay, weil er muss ja in der Lage sein, erstmal zu gucken, ob das wirklich eine berechtigte Rüge ist. Der kann nicht einfach auf gut Glück das weiterreichen. Und außerdem muss er möglicherweise nochmal selber gucken, was die Ursache ist, damit er spezifisch rügen kann. Und deshalb hat er dafür noch ein bisschen mehr Zeit. Dann kommen wir wieder zu unserer Frage der Durchsetzbarkeit. Und es könnte hier der Fall sein, dass der Anspruch verjährt ist. Wann verjährt der Anspruch? Wo steht, wann der Anspruch aus 478.2 verjährt? Ja. Ja. Also der Anspruch verjährt nach 479 Absatz 1 zwei Jahre ab Ablieferung der Sache. Wann wurde die Sache von D an K abgeliefert? Ja. Am 30. Oktober 2006. Also, wann ist der Anspruch verjährt erstmal grundsätzlich nach 479.1? Am 30. Oktober 2008. Ja, und wann macht ihr den Anspruch geltend? Dezember 2008. Ja, im Dezember 2008 macht ihr ihn geltend, obwohl er eigentlich im Oktober 2008 verjährt wäre. Also wäre er grundsätzlich nicht durchsetzbar, aber es gibt dazu eine Ausnahmeregelung. Und wo steht die? Ja? In 479 Absatz 2 Satz 1 in Form einer Ablaufänderung. Ja, 479.2.1. Die Verjährung tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Wann hat er hier die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt? Anfang Dezember. Das heißt, hier ist die Verjährung noch nicht eingetreten. Er hat also noch eine Nachfrist. Und das war auch schon dieser Teil. Sie können noch eine zweite Anspruchsgrundlage denken, wenn Sie den 478 nicht gesehen haben sollten, sondern nur das wissen, was Sie letztes Semester gelernt haben. Was könnte eine andere Anspruchsgrundlage sein, um diese Nacherfüllungsreparaturkosten ersetzt zu verlangen? Ja? Ja, Schadensersatz aus 280, konkret 437 Nummer 3 BGB in Verbindung mit 280 Absatz 1 BGB, weil es Folgeschäden beim Endkunden sind. Frage, geht dieser Anspruch durch? Dafür wissen wir zu wenig, was Schulden ist gegen. Ja, in der Tat, wir müssten dazu prüfen, ob der die den Mangel zu vertreten hat. Im konkreten Fall gibt es dafür keine konkreten Angaben. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, er könne kein Verschulden auf Verkäuferseite sehen, dass hier auch kein Verschulden vorliegt. Also besteht hier kein Anspruch aus 280.1. Ja? Frage, eben haben wir ja gesagt, es handelt sich um Aufwendungen. Jetzt auf einmal kommt mit Schadensersatz an. Was ist der Unterschied? Ja, der Aufwendung ist ja grundsätzlich freiwillig, Schadensersatz ist unfreiwillig, aber hier hat er ja wirklich keine Wahl, außer als seine Aufwendung zu tun. Ja. Also, eine Sache, die Sie sich merken müssen, ist, Aufwendungen werden dann zu einem Schaden, wenn Sie sich dazu herausgefordert fühlen durften. Also, wenn Sie sich herausgefordert fühlen durften, bestimmte Ausgaben tätigen zu müssen, dann sind diese auch als Schaden abrechenbar.
Warum ist das so? Ganz einfach. Überlegen Sie mal, wenn der sagt, nein, ich repariere nicht, dann hat er erstmal keine Reparaturaufwendungen. Dann geht aber der Verbraucher hin und verklagt ihn auf Reparatur und das Gericht verurteilt ihn zur Reparatur. Dann muss er reparieren. Das heißt, er hat keine Wahl. Das heißt, wir können uns nicht die Pflichtverletzung der Lieferung der defekten Sache hinwegdenken, ohne dass er die Reparaturaufwendung hätte tätigen müssen. Ob er jetzt dazu gezwungen worden ist durch ein Urteil oder ob er das Urteil quasi vorwegnimmt, ist im Grunde irrelevant. Das heißt, hier ist einer von den Fällen, wo Aufwendungen und Schaden ineinander fließen. Das haben wir auch öfter, das haben wir auch bei der GUA zum Beispiel ganz oft, dass wir sagen, Schäden werden wie Aufwendungen behandelt. Also Sie sehen, das ist keine trennscharfe Abgrenzung. Warum müssen dann keine der Vorschriften analog anwenden? Nein, es finden beide Vorschriften unmittelbar Anwendung. Weil er muss den Zustand herstellen, der ohne das schädigende Ereignis bestand, also ohne die fehlerhafte Sache. Und ohne die fehlerhafte Sache hätte er nicht reparieren müssen, also ist die Reparatur ein Schaden. Ja, schon. Das Argument hier ist sozusagen, dass den Umfang er nicht vorhersehen kann, möglicherweise. Das heißt, es kann sein, dass er zu viel ausgibt oder zu wenig. Das ist erforderliche Aufwendung, aber wenn man begrenzen mit, wenn er zu viel ausgeben würde, würde man da über Schadensersatz möglicherweise auch zu viel kriegen. Und das will man hier deckeln, das ist die Idee. Deshalb erforderliche Aufwendung. Ob das sprachlich so der Knüller ist, ist eine andere Frage, aber so kann man es halt machen. Ja, dieser Fall, den hätten Sie in 5 Stunden lösen können, sehen Sie, das ist eine Original-Examensklausur. Genau so läuft das im Examen. Mehr läuft da nicht. Können Sie morgen schreiben, kriegen Sie diese Klausur, haben Sie 5 Stunden Zeit für, können Sie zwischendurch noch einen Kaffee trinken, Brötchen essen. War die Klausur schwierig? War da irgendwas drin, was Sie noch nie gehört haben? Nein. Sehen Sie, so einfach ist das Examen in Deutschland. Also Sie brauchen keine Angst vor dem Examen zu haben. Das ist so einfach. Weil das so einfach ist, habe ich hier auch noch einen Fall 2. Die machen schon Schluss, sehen Sie, so geht das. Einen Fall 2 mit dem tollen Titel Tiefkühl-Sushi. Tiefkühl-Sushi habe ich Ihnen noch einen Zeitplan aufgeschrieben. Der A tritt als Kommilitonist bei, dann kommt der P, macht Praktikum, dann bestellt der P die Tiefkühl-Sushi, es kommt eine Bestätigung per Fax, dann kommt die Warnung vor der Strahlenbelastung, dann werden die Tiefkühl-Sushi geliefert, dann versucht er die Bestellung zu annullieren und dann tritt er zurück wegen der Warnung. Klar der Zeitplan? Gut. Dann fangen wir jetzt. Sagen Sie, die haben den Fall nicht gelesen und wissen gar nicht, worum es geht. Es gibt eine Kommanditgesellschaft, die in ganz Deutschland Supermärkte hat. Es gibt einen Praktikanten P. P ist da Praktikant in diesem Unternehmen und wird mies behandelt, wie man es Praktikanten so macht üblicherweise. P sagt daraufhin, jetzt räche ich mich, geht in sein Zimmerchen da und ruft an und sagt, ich bestelle hier ganz viel Tiefkühl-Sushi. Die liefern die Tiefkühl-Sushi brav. An erstmal schicken sie einen Fax, das Fax kommt aber nicht an, weil das Faxgerät kaputt ist. Oh, was für ein Zufall. Dann liefern die Tiefkühl-Sushi, der Chef von dem Unternehmen schlägt die Hände im Kopf zusammen und sagt, was soll das denn hier, Tiefkühl-Sushi, was soll ich denn damit? Und dann guckt er in die Zeitung und sagt, oh, vor 4 Tagen gab es eine Warnung hier wegen radioaktiver Belastung von Algen. Ja, dann will ich sie erst recht nicht. Und dann ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ist der Kaufvertrag wirksam zustande gekommen? Ja, einverstanden, toll. Setzt voraus,
einen wirksamen Kaufvertrag. Ein wirksamer Kaufvertrag setzt voraus zwei übereinstimmende Willenserklärungen, einen Antrag und eine Annahme. Unser Problem dabei ist nicht die Willenserklärung des Tiefkühlsushi-Lieferanten, sondern die Willenserklärung der KKG, der Käufer-KG. Die hat nicht selbst gehandelt, sondern sie könnte vertreten worden sein durch P. Ja, P hat keine Vertretungsmacht. Das war nicht so schwierig. Weil P steht nämlich nicht für Prokurist, sondern für Praktikant. Jetzt denken Sie, ja, das ist der Fall ja gelaufen, ist die Sache ja erledigt. Aber ja. So ist es. Also möglicherweise hat das Fax die Wirkung eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens und genehmigt damit nach 177.1 das Geschäft des P als Vertreter ohne Vertretungsmacht. Das setzt wiederum voraus, unser kaufmännisches Bestätigungsschreiben, was immer das Gleiche voraussetzt. Was brauchen wir dafür? Ja. Ja. Das Kaufvertrag hatte ich auch. Ja, das Bestätigungsschreiben ist halt nicht wirklich Zugang, weil es ja nicht die Handschrift der Gebende, der KG eingetreten ist, weil das Faxgeld wurde. Ja, also das kaufliche Bestätigungsschreiben müsste zugegangen sein. Also wir haben zwei Kaufleute, eine KG ist nach Paragraph 6 Kaufmann und eine GmbH ist nach Paragraph 6 Kaufmann auch Paragraph 6 in Verbindung mit 13 GmbH-Gesetz auch Kaufmann. Wir haben ein Schreiben, denn das Schreiben muss nicht als Brief kommen, das reicht ein Fax. Das Problem ist dieses Schreiben zugegangen? 130 Absatz 1 BGB. Zugang liegt bei Willenserklärung unter Abwesenden wann vor? Zugang von Willenserklärungen unter Abwesenden liegt wann vor? Erstes Semester. Wenn es in den Machtbereich gelangt ist und dann mit der üblichen Kenntnisnahme zu rechnen ist. Ja, es muss in den Machtbereich des Empfängers gelangt sein und dieser muss die Möglichkeit zur Kenntnisnahme unter üblichen Umständen haben. Frage, ist ein Fax, was nicht ausgedruckt wird wegen einer technischen Störung, zugegangen? Der Sachverhalt sagt, das Faxgerät litt unter einer technischen Störung, sodass das im Gerät abgespeicherte Fax sowie sämtliche übrigen in diesem Zeitraum an diesem Gerät eingegangenen Faxe nicht ausgedruckt wurden. Ja, dann ist es ja schon in die Machtsphäre eingegriffen, weil es in irgendeiner Form auf dem Faxgerät gespeichert ist und das Faxgerät steht ja auf jeden Fall in der Machtsphäre. Ja, und wenn jetzt der Stecker gezogen wird, dann ist es nicht mehr gespeichert. Also Speicherung ist normalerweise so, dass es auch, also ich würde es so verstehen, dass es auch über einen Stromausfall irgendwo speichert. Zum Beispiel eine Festplatte speichert auch ohne Strom. Ja, aber ein Fax hat keine Festplatte. Ja? Das liegt ja ein bisschen topografisch im Hänger. Das ist ja genauso wie beim E-Mail-Fach. Wenn das online abrufbar ist, dann ist es ja mit dem Zugang. Bei dem Faxgerät ist es ja auch gespeichert. Wenn das nicht gefunden werden kann, dann ist es ja eben ein risikoreicher Hänger, weil er sich dafür zu sorgen hat, dass er nicht so blöd ist, dass er auch ein bisschen rumfliegt. Oder diese Blätter verstrickt ist. Ja, in der Tat, es ist rein technisch in den Bereich gegangen. Er muss seine eigenen Geräte überwachen, das sind seine Sachen. Das kann der Absender ja nicht überprüfen, ob es ausgedruckt wird oder nicht. Und wenn er nicht in der Lage ist, sein Faxgerät mit Papier auszustatten oder ein Gerät zu haben, was die Sachen noch ausdruckt, ist das sein Pech. Damit ist er in den Machtbereich gelangt. Damit liegt Zugang vor, denn unter gewöhnlichen Umständen hätte er es ausgedruckt, hätte er es lesen können. Dass er ungewöhnliche Umstände selber verursacht hat, ist sein Risiko, das hindert den Zugang nicht. Also haben wir den Zugang dieses Faxes, damit liegt ein Bestätigungsschreiben vor,
Dadurch, dass er nichts gesagt hat, ist das Ganze als Genehmigung aufzufassen. Also ist hier der Vertrag nach 177 Absatz 1 BGB genehmigt worden. Damit ist ein wirksamer Kaufvertrag zwischen der VGmbH und der KKG zunächst mal zustande gekommen. Und unsere nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist denn mit dieser Warnung über die radioaktiven Algen? Ja, Sie sehen, es gab hier am 8. August 2012 eine Fukushima-Warnung, wo es hieß, die Algen, die für Sushi verwendet werden, sind möglicherweise radioaktiv. Nicht unbedingt alle Algen sind radioaktiv, aber es sind auch radioaktive Algen auf dem Markt. Vorsicht! Ja? Da gibt es ein Problem mit der Prüfungsfähigkeit, da draußen im KGB, den Arzt hier erst wesentlich später reagiert, als er die Warnung bekam. Mhm. Ja. Die Warnung von Schadenbelastung allein schon im Sachverhalt? Das ist eigentlich die Vorfrage, die wir stellen müssen. Wenn die Sushi jetzt selber mit verseucht sind, ist das natürlich ein Sachmangel, weil ich die dann nicht essen kann. Aber. Ach, kann man schon, aber ist vielleicht nicht gesund. Ja, und nur die Warnung, dass es möglicherweise ist, ist zwar wahrscheinlich schädlich fürs Geschäft, aber halt kein Sachmangel. Ja, das ist genau die entscheidende Frage, die wir uns zunächst mal stellen müssen. Ist es ein Sachmangel, wenn in der Presse gesagt wird, Sushi-Algen sind gefährlich? Sie können sich vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren waren zum Beispiel diese Bubble Teas total in. Kennen Sie Bubble Teas? So ganz zuckersüß mit so Perlen drin, die man durch so einen dicken Strohhalm aufsaugt. Und wenn man die falsch aufsaugt, kann man dann ersticken oder sowas. Also für Kinder sehr gefährlich. Und es mag Ihnen nicht aufgefallen, es gab eine Zeit, da gab es die bei McDonald's sogar. Da gab es überall an jeder Straßenecke so Bubble Tea Shops. Und innerhalb von wenigen Monaten sind die alle von der Bildfläche verschwunden. Haben Sie es mitgekriegt? Wenn Sie mal gucken, es gibt das Zeug nirgendwo mehr. Warum? Weil es eine Studie gab aus Aachen, die gesagt hat, es sind krebserregende Stoffe in diesen Bubbles, die da drin sind. Und das kam in der Presse und es hatte zur Folge, dass die Läden alle keine Kunden mehr hatten. Die Leute kamen und sagten, wir kaufen doch nicht Zeug aus krebserregend, das ist doch nicht blöd. Und daraufhin sind die Läden alle pleite gegangen. Am Ende stellte sich lustigerweise heraus, die Studie war falsch. Es gab keine krebserregenden Stoffe da drin, aber gut, so ist das halt manchmal im Leben. Also jetzt können wir das Zeug in der Tat trinken. Das ist halt zuckersüß, es ist halt ungesund, weil es zuckerhaltig ist, aber es ist nicht ungesünder als Coca-Cola, sagen wir mal. Aber vielleicht schon ein bisschen ungesünder, dass mehr Zucker enthält, aber. Also es ist nicht so, dass es irgendwas krebserregend enthält. Es ist einfach nur Zucker, das heißt Heroin fürs Gehirn. Ja. Unsere Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist die bloße Warnung eines Dritten vor einem Produkt bereits ein Sachmangel im Sinne von 434 BGB? Und dazu prüfen wir wieder ganz normal unseren 434 Absatz 1. In der Presse steht wörtlich, Gesundheitsgefahren durch Tiefkühl-Sushi, die dabei verwendeten Algen nach der Naturkatastrophe strahlenbelastet sind, schreibt die Bundesregierung. Ja? Angela Merkel sagt, Warnung vor Algen. Ja, in der Tat steht die Warnung der Verwendung der Tiefkühlsushi entgegen. Was ist denn die Verwendung, die hier die KKG von den Algen hat? Die möchten die ja verkaufen. Die möchten die verkaufen.
Steht diese Warnung dem Verkauf entgegen? Ja, jetzt vielleicht nicht rein normativ, aber rein praktisch natürlich schon, weil kein Mensch wird das jetzt noch kaufen. Ja. Also in der Tat, es liegt nahe zu sagen, die Sushi eigneten sich hier nicht zur üblichen Verwendung. Wann muss der Sachmangel vorgelegen haben? Ja, eigneten die Sushi sich im Zeitpunkt des Gefahrübergangs für den Verkauf? Am 8.8. gab es Warnung, die das für euch unverkäuflich machte. Am 10.2. ist das Gefahrübergang lag davor. Wenn der Gefahrübergang war. Wann ist der Gefahrübergang? Ja. Wenn das grundsätzlich ist, dass eine Wohnschuld, weil der Wohnschuld legt die Gefahrübergabe. Ja. Es ist jetzt eigentlich egal, was für eine Schuld es ist, weil es war sowieso vor der Lieferung die Warnung. Also ob das eine Wohnschuld oder Printschuld oder Schickschuld war. Wenn es eine Schickschuld wäre, waren wir denn da Gefahrübergang bei der Schickschuld? In welchem Moment? Bei Übergabe an den Lieferanten. Ja. Aber das ist ja, also die Lieferung ist sowieso am 10.8. Also müsste sich doch sowieso alles am 10.8. abgespielt haben, oder nicht? Nein, die geben ja nicht die Lieferung morgens hin und dann kommt die abends an. Üblicherweise, die Abgabe an die Transportperson erfolgt ja, bevor die Ware ankommt. Auch bei Tiefkühlsachen. Die kommen ja jetzt nicht quasi von nebenan und die fahren die von Bonn Süd nach Bonn Nord. Die kommen vielleicht aus Tokio. Frisch gerollt von echten Japanern. Das glauben Sie nicht. Ja, gucken Sie mal, die kosten hier 750.000 Euro für 150.000 Packungen. Was zahlen Sie? Ich kann die Sushi selber machen, aber das ist viel billiger. So. Ja. Also, nach dem Gesetz 446 tritt Gefahrübergang wann ein? Ganz einfach, mit der Übergabe. Das heißt, in dem Moment, wo die Sache übergeben wird, geht die Gefahr über. Das heißt, in der Tat am 10.8., da waren die Sachen schon schwer verkäuflich oder schlecht verkäuflich oder unverkäuflich vielleicht sogar, damit für die Verwendung als Verkaufsware ungeeignet und hatten damit einen Sachmangel. Aber, ja. Jetzt kommen wir zu dem 377. Sehen Sie, 377 Absatz 2. Die Frage lautet also, hätte er das am 10.8. schon wissen müssen, dass die Ware unverkäuflich ist? Naja, also da er ja so am 8.8. kommt ja die Warnung raus. Und da er ja praktisch im Lebensmittel ist, muss er sich ja auf solche Warnungen reagieren. Und damit weiß er, muss er ja wahrscheinlich. Ja, in der Tat, bei normaler Prüfung der Ware muss er auch die momentanen Presselage verfolgen, hat er nicht gemacht, damit ist er verantwortlich, damit hätte er schon am 10.8. rügen können, gerügt hat er aber erst am 21.8., das ist 11 Tage später, und wenn man 11 Tage später rügt, Pech gehabt. Ja, damit ist der Fall aber nicht ganz zu Ende. Eine Pointe haben wir noch, die ist aber einfach, denn es gibt in dieser KG den A und der A möchte eintreten mit einer Hafteinlage von 25.000 Euro. Und dieser K tritt auch bei, so weit, so gut, er wird neuer Gesellschafter und im Handelsregister wird eingetragen,
dass hier K neuer Gesellschafter ist. Auch das ist alles nicht das Problem, aber das Ganze wird auch übersetzt nach Englisch. Und weil irgendwie der Übersetzer gepennt hat, hat er das Wort Gesellschafter mit Haftung bis zu einem Betrag von, nämlich Kommanditist, ersetzt durch das Wort Komplementär. Und Komplementär heißt, er haftet mit seinem gesamten Vermögen, unbeschränkt. Das heißt, die deutsche Fassung lautet, er ist Kommanditist, die englische Fassung lautet, er ist Komplementär. Und das Tolle bei Kommanditisten ist, da werden Sie jetzt nie drauf kommen, weil Sie kein Gesellschaftsrecht haben, dass es einen Paragraphen 162 gibt und der hat einen Absatz 2 und da steht drin, Paragraph 15 ist auf den Kommanditisten nicht anzuwenden. Ja? Und jetzt denken Sie, damit wäre der Fall gelöst. Aber wenn Sie sich die Aufgabenstellung genau angucken, steht da eine weitere Norm in diesem Kästchen da oben rechts. Ja, nicht ein Kästchen, da steht eine weitere Norm, nämlich nicht nur Paragraph 15, sondern welcher Paragraph steht in dem Kästchen noch drin? Die Pointe dieses Falles, die keiner versteht, gehen schon wieder Leute. Welche Norm gibt es hier noch? Die überhaupt drin? Ja. Mein gutes Recht, DTV. Ja, welcher Paragraph? 11 Absatz 2 HGB. Und was sagt Paragraph 11 Absatz 2 HGB? Wenn im Handelsregister etwas eingetragen wird. Und man reicht freiwillig eine Übersetzung ein, die vom deutschen Wortlaut abweicht und ich habe keine positive Kenntnis davon, was im Deutschen steht, kann ich mich auf die englische Fassung berufen. Das heißt, wenn die englische Fassung was anderes sagt als die deutsche, kann ich mich auf die englische Fassung berufen, auch wenn ich weder die deutsche noch die englische gelesen habe. Wenn ich beide gelesen habe, muss ich mir die deutsche halten lassen. Wenn ich keine gelesen habe, habe ich das Wahlrecht. Ich kann die deutsche Fassung nehmen oder die englische Fassung. Die Frage ist, gilt das auch zugunsten von Deutschen, die die deutsche Fassung unproblematisch lesen könnten? Dass das möglicherweise ein armer Engländer schützt, der das Deutsche gar nicht lesen könnte, mag ja sein, aber fraglich ist, ob diese Norm auch Anwendung finden soll zugunsten von Deutschen, die einfach nur jemanden in die Pfanne hauen wollen. Und was sagen Sie dazu? Also Sie haben eine deutsche Fassung, die richtig ist, und eine englische Fassung, die falsch ist. Und ein Deutscher sagt, ich berufe mich auf die englische Fassung, denn da steht was drin, was für mich günstig ist. Wenn einer der beiden gelesen haben muss, davor ist es halt wirklich egal, ob er beide hätte lesen können. Deswegen würde ich ohne biologische Funktion so weiterlesen. Ja. Also die eine Variante ist, da man eh nichts gelesen haben muss, berufen wir uns darauf, dann kann man sagen, dann ist es halt so, wie es drinsteht, selber schuld. Die Gegenansicht sagt, wenn er reingeguckt hätte, hätte er sicher nicht die englische Fassung geguckt, sondern die deutsche. Das heißt, da wäre er nicht von erfasst gewesen und deshalb ist der Schutz zu beschränken. Sie können beide Ansichten vertreten und es ist eigentlich ziemlich egal, was Sie dazu sagen.
So, damit haben wir auch diesen schwierigen 5-Stunden-Fall gelöst. Dann haben wir heute 2 Fälle von 5 Stunden geschafft. Sie haben sich 10 Stunden ihres Lebens erspart, indem wir diese Fälle hier mal kurz abgehandelt haben. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ist noch nicht Schluss. Und wir machen nächste Woche noch viele andere tolle Fälle, aber dann ganz kurze und einfache. Ja? Ja, ganz ausführlich, mit zig Seiten, also 15 Seiten pro Fall. Ja, so, dann sehen wir uns nächste Woche.